Welt hinaus. Er sucht sein Glück und zeichnet sich mit Mut und Fairness aus. Ein Müller sagt ihm, dass sein Haus total verzaubert sei. Doch Benjamin, den tapferen Kerl, ihm ist das einerlei. Benjamin, Benjamin, du hast Glück. Viel Kraft, bitte schön, noch ein Stück. Abenteuer präsentiert und niemals den Mut verlierst. Benjamin, Benjamin, du hast Glück. Viel Kraft, bitte schön, noch ein Stück. Abenteuer präsentiert und niemals den Mut verlierst. Die erste Nacht im Mühlenhaus verhielt er sich recht gut. Die zweite Nacht wird turbulent, dazu braucht er viel Mut. Der Müller schenkt dem Benjamin eine kleine Zaubergeige. Er kann damit das Haus befreien vom Spuk, er ist nicht feig. Benjamin, Benjamin, du hast Glück. Viel Kraft, bitte schön, noch ein Stück. Abenteuer präsentierst und niemals den Mut verlierst. Benjamin, Benjamin, du hast Glück. Viel Kraft, bitte schön, noch ein Stück. Abenteuer präsentierst und niemals den Mut verlierst. Benjamin erlöst das Haus. Schellengeister fliehen, der Schellenkönig muss nun auch aus seinem Reiche ziehen. Wie glücklich ist der Müller nun, die Mühle ist befreit und unser tapferer Benjamin zur nächsten Tat bereit. Benjamin, Benjamin, du hast Glück, viel Kraft, bitte schön, noch ein Stück. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Der kleinste hieß Benjamin. Er war der mutigste von allen. Er hatte nicht einmal Angst, wenn er nachts durch den dunklen Wald gehen musste. Benjamin wollte die weite Welt kennenlernen und ging eines Tages von zu Hause fort. Er wanderte den ganzen Tag durch Wiesen und Wälder, über Wege und Straßen. Es wurde schon dunkel und Benjamin sah immer noch kein Dorf oder Haus. Da endlich traf er einen Müller, der einen großen Mehlsack trug. Grüß Gott, Herr Müller. Grüß dich Gott, du kleiner Wanderer. Habt ihr was für mich zum Essen? Ich habe einen Bärenhunger. Ja, ich habe was für dich. Kann ich bei euch schlafen? Nein, bei mir kannst du nicht schlafen. Aber ich will dir was erzählen. Da legte der Müller seine Hand auf Benjamins Schulter und setzte sich mit ihm ins Gras. Dann sagte er zu ihm, ich habe eine alte, schöne Mühle. Sie ist verzaubert. Ich kann dort nicht mehr wohnen. In der Mühle wohnen Gespenster. Wer zu ihnen geht, kommt nicht wieder. Wer die Gespenster sogar vertreiben will, muss zwei Nächte dort schlafen. Bis heute hat das nur niemand geschafft. Da sprang Benjamin auf und rief, ich werde die Gespenster vertreiben. Du? Viel Glück, Benjamin. Müller gab Benjamin eine gute Brotzeit und dann ging Benjamin voller Kraft und Mut zur verzauberten Mühle. In der Mühle angekommen, schlich Benjamin vorsichtig durch die große Türe. Auf Zehenspitzen ging er durch alle Zimmer. Nichts rührte sich.
kein Gespenst war zu sehen. Benjamin schaute in alle Ecken. Nichts. Eine feine Mühle, dachte er. Und die soll verzaubert sein? Er legte sich hin. Und weil er sehr müde war, schlief er auch gleich ein. Es wurde Nacht. Mitternacht. Die Turmglocke schlug 12. Da fing es plötzlich an zu donnern. Benjamin wachte auf. Es klopfte an die Tür. Wer ist draußen? Der Säulenkönig. Lass mich herein. Nein, es ist schon Nacht. Ich lasse niemand herein. Lass mich hinein, dann gebe ich dir einen Zaubermantel. Oh, lass mal sehen, wie der ist. Und während die beiden miteinander redeten, schlichen viele kleine Schellengeister ins Zimmer. Benjamin rief ihnen zu. Ich habe keine Angst. Das hatten die Schellengeister nicht gedacht. Enttäuscht darüber, dass sie Benjamin keine Angst einjagen konnten, verschwanden sie wieder. Einer nach dem anderen. Am nächsten Morgen ging Benjamin sofort zum Müller und erzählte ihm alles. Tapfer Benjamin, aber die Schellengeister kommen wieder. Hier habe ich eine Zaubergeige, die kann dich retten. Benjamin war ganz überrascht von diesem Geschenk und versuchte sofort, auf der Zaubergeige zu spielen. Ach, war das schwer. Es kratzte fürchterlich. Fast verließ ihn schon der Mut. Da, plötzlich, hört, es klingt schon besser. Und die Finger wandern wie von selbst, auf und ab. Thank you.
Benjamin war überglücklich und wieder ging er in die Mühle. Er schlich durch die vielen Türen ins Zimmer. Wieder rührte sich gar nichts. Da legte er sich hin und schlief ein, die Zaubergeige im Arm. Als der Kreis der Geister um ihn herum immer enger und enger wurde und der Schellenkönig ihn schon ergreifen wollte, rettet er sich schnell auf den Tisch, ergreift die Zaubergeige und versucht, seine Melodie zu spielen. Oh weh, es kratzte wieder fürchterlich. Die Schellengeister lachten alle. Benjamin probierte und probierte. Und plötzlich gelang es ihm wieder, seine Melodie zu spielen. Da standen alle Geister wie gebannt um Benjamin herum und lauschten der Musik, dieser Zaubermelodie, die alle Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Und während Benjamin spielte, wünschte er sich, dass alle Geister davonlaufen. Und im Nu waren sie auch schon verschwunden. Huh, das ging aber schnell. Hey, das habe ich geschafft. So rief Benjamin. Dann rannte er zum Müller. Thank you.
war sehr glücklich. Benjamin hatte die Geister besiegt. Nun konnte der Müller wieder zurück in seine Mühle. Er konnte dort wohnen, essen und schlafen wie früher. Aus Dankbarkeit nahm der Müller Benjamin mit. Auch Benjamin durfte in der Mühle wohnen.